Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und wir werfen nochmal einen Blick auf unseren neuen, doch irgendwie erstaunlichen König, Eirik von Heidmark, 25. Und das passt irgendwie alles so gut zusammen, dass er jetzt auch noch feige geworden ist. Das ist schon ein interessantes Charakterbild. Also bescheiden, gemäßigt, schüchtern und gerecht. Das heißt, im Herzen ein, wie ich finde, ein guter Mensch, der aber doch gerade das Schüchterne und das Bescheidene vielleicht ein bisschen Mangel an Selbstbewusstsein hat. Nicht zwingend, also im Zweifel dann vielleicht auch kommt die Gerechtigkeit durch, aber der auf keinen Fall irgendwie nach vorne tritt, der nicht gerne führt, der nicht gerne im Mittelpunkt steht und so. Also eigentlich kein wirklicher Führer, einer, der auch keine großen Ambitionen hat, keine großen Ziele hat. Und die Tatsache, dass er jetzt noch feige geworden ist, ist schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass er selbst eigentlich bei den Varegern war. Aber vielleicht können wir uns vorstellen, dass er dort irgendwie Grausames gesehen hat oder wie auch immer dort irgendwie der Letzte im Glied war, dass dort irgendwas passiert ist, was ihn dazu hier hat werden lassen. Aber er kann, und das muss man, das ist das Einzige vermutlich, was er richtig gut kann, er kann gut mit Geld umgehen und er kann gut das bisschen, was sie hier haben, im Gebirge und in den Wäldern, damit kann er gut umgehen. Aber dadurch, dass er jetzt auch noch feige geworden ist, müssen wir eine Konsequenz ziehen, denn wir müssen unseren König bitten, uns zu entbinden. Denn ich hatte das letzte Mal falsch gesehen. Es ist nicht so, dass wir automatisch das nicht anführen dürfen, sondern wir sind ja Kommandant geworden und führen dadurch hier eine Armee in diesem schrecklichen Krieg. Und jetzt werden wir also mal anfragen, ob wir, oder es wäre Bescheid geben, dass wir hier nicht mehr dabei sein wollen. Da müssen wir mal zu unserem König sprechen und als Kommandant zurücktreten. Ja. So, das ist natürlich überhaupt nicht prestigereich, im Gegenteil. Aber das ist sowieso eine Sache, die jetzt nicht die Stärke sein wird, vermutlich von Eirik, das Prestige. Das Einzige, was er jetzt noch weiter betreiben wird, ist diese Geschichte hier mit dieser Belagerung, hier mit diesem kleinen Krieg. Das hat er gewissermaßen geerbt und interessanterweise hat er tatsächlich auch noch die Soldaten der großen Hede-Armee. Er selbst könnte jetzt nicht mal oder knapp 500 Leute ausheben. So, der König möchte uns aber unbedingt wieder zum Kommandanten ernennen. Das lehnen wir aber ab. Wir sind nicht bereit für sowas. Wir sind feige. Wir wollen nicht kämpfen. Für was für eine Sache in diesem Fall auch immer. So, kleine Rönnfried. Wer ist das nochmal gewesen? Ja, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Sehr gut, sie ist irgendwie am Hofe. Eine kleine Figur. Jedfahrt von Bremen möchte jetzt hier auch bei der Unabhängigkeit mitmachen. Es geht aber... Achso, es geht um die Unabhängigkeit von allen, die mitmachen, oder von Holstein. Ich weiß es nicht genau. Na gut, das ist fern von uns. Das interessiert uns nicht. Da machen wir auch nicht mit. Auf jeden Fall haben wir den nächsten Sieg davon getragen. Haben aber jetzt nur noch 766 Männer. Das wird immer weniger. Wie, und es gibt niemanden, der unsere Armee führt, außer Eirik selbst. Was ist denn mit unserem Befehlshaber? Hä? Wartet mal. Nur Befehlshaber anzeigen. Wir haben keinen mehr. Knut, der Kanzler, könnte das machen. Ne, wisst ihr was? Wir müssen dann einfach mal den Marschall, der muss mal hier weg. Und der muss mal diese kleine Restarmee noch anführen. Egil. So, können wir hier denn noch... Ne, hier ist jetzt zu Ende. Die Frage ist, ob wir mit den wenigen Leuten überhaupt noch irgendeine Belagerung hinbekommen. Wir ziehen mal hier ein nach Ypern. Oh, sehr schön. Eine Tochter ist geboren worden. Sif. Sif ist irgendwie ein komischer Name. Anna. Ist Anna ein nordischer Name? Yrsa. Yrsa ist doch ganz gut. Yrsa. Okay, wir haben immerhin schon mal eine Tochter bekommen. So, und wie sieht es jetzt hier aus? Können wir belagern? Tatsächlich. Wir sind echt wenig Verteidiger. Wir können hier wirklich noch Boden gut machen für unseren König, aber das macht unser Marschall, während hier tatsächlich auch Kämpfe jetzt gewonnen werden. So, ein nächstes Kind, erneut eine Tochter. Das ist, glaube ich, von unserer Konkubine Freya. Okay. So, mir ist aufgefallen, dass Grimm viel Zorn in sich trägt. Er muss sich Mäßigung üben. Grimm von Heidmark, wer ist das denn?
Wir sind Erzieher von dem. Asta ist die Mutter. Ich sehe nicht mehr ganz durch. Naja, er hat dieses Amt übernommen. Ich denke, er wird es dann auch weiter tun. Und er muss sich in Mäßigung üben. Ist genau das, was wir ihm, glaube ich, raten würden. So, seit geraumer Zeit leidet meine Gattin Freya an Erschöpfung und Hustenanfällen. Okay, ich habe jetzt erfahren, dass diese Symptome durch eine Lungenentzündung verursacht wurden. So, aber wir haben einen Arzt, der kann sich darum kümmern. Ich hoffe, er kümmert sich auch gut. Denn wir wollen ja immerhin noch einen Sohn bekommen. So. Okay, unser Kämmerer hat gute Arbeit geleistet, sehr schön. Das heißt, wir haben einen positiven Steuermodifikator und Verlobte können heiraten. Gunnhild. Ach, da sind wir immer noch Vormund und müssen das bestimmen. Gunnhild, eine der Tochter von Dark, die haben wir mit Olaf Karlsson. Ach so, das ist der Nachfolger von dieses großen Karls. Oh ja, das, da gibt es keinen Grund, warum wir das nicht, warum wir da nicht zustimmen werden. Es würde mich doch gerade mal interessieren, was macht eigentlich unsere Schwester Ingibjörg? Da müssen wir eigentlich auch nochmal gucken. Ist die immer noch da hinten? Die ist tatsächlich immer noch irgendwo in Estland. Schon lustig. Kommt sie vielleicht jetzt zu uns an den Hof? Nee, auch nicht. Okay. Malmfrief, ja genau, die war gestorben. So, die Heirat ist jetzt bestätigt. Unsere Halbschwester ist mit dabei. Okay. Wann wird dann eigentlich hier das fertig? Demnächst, in Kürze. Dann würde ich nämlich, glaube ich, als nächstes das Marktdorf ausbauen, um unsere Einnahmen weiter zu erhöhen. Ich denke, genau sowas würde hier unser kluger Mann auch tun. Kriegslager ist gebaut. Das heißt, wie viel könnten wir jetzt, wenn wir wollten, ausheben? 558. Naja, immerhin. So, der nächste Sieg ist unser. 86% schon in diesem Krieg. Jetzt geht's aber los. Marktdorf wird ausgebaut. Noch haben wir das Geld. Wir vermutlich... Oh ja, die Monatsbilanz ist negativ. Ganz einfach, weil wir hier viele Soldaten bezahlen müssen, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Aber wir können tatsächlich immer noch weiter belagern. Also die Befestigungen sind ja hier erbärmlich in dieser Weltgegend. So, Gütja Rekissa von Nidaros ist gestorben. Eine Bekannte. Hm. Na gut. Ja, ja, die ganzen Frauen hier. Und was ist hier passiert? Dänemark hat hier, glaube ich, was dazu gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Bin nicht ganz sicher. Und die sind hier immer noch komplett unabhängig. Tja, wäre unser Herrscher irgendwie ehrgeizig, dann wäre das vielleicht was. So, aber es sieht ganz so aus, als hätte jetzt unser letzter Sieg jetzt hier auch zu dem Friedensschluss geführt, wenn ich das richtig sehe. Tatsächlich, der flämische Heilige Krieg um Holland ging zu Ende, indem unser Verbündeter Siegfried von England gewonnen hat. Hervorragend. So, er möchte uns nach wie vor zum Kommandanten ernennen. Also er würde, denke ich mal, eine andere Sache annehmen, aber Kommandant, das ist, glaube ich, nicht ganz so seins. Fürchte ich mal. Deshalb müssen wir das einfach wieder ablehnen. Als feiger Anführer. Nein, das passt nicht. So, was war das jetzt für ein Lärm? Für ein Gelache? Hm. Na gut. So, wir müssen noch eine Nachfolgernominierung machen. Und es geht gleich um den nächsten Krieg. König Starkarth hat König Guthfried... Wie bitte? Erst hilfst du ihm und dann greifst du ihn an? Aber das ist noch ein anderer, Guthfried. Okay, alles klar. Das ist der Kleinkönig von Suthria. Oh Gott. Ach, hier unten, der ist unabhängig. Mhm. Oh, was heißt hier unten? Das ist ja ein Riesenreich doch. Und es geht um den Anspruch von Man. Okay. Naja. Also ich glaube nicht, dass wir da mitkämpfen, außer wir werden dazu aufgefordert. Das ist hier schon wieder so eine komische Info, mit der ich nichts anfangen kann. Warum die wir die bekommen, weiß ich nicht. So. Jetzt wollte ich doch... Ah, ja. Okay. Wir müssen mitkämpfen. Aber die Frage ist,
wie machen wir das überhaupt? Wir haben ja gar keine. Wir haben ja überhaupt gar keine Schiffe. Wir kommen da nicht hin. Wir können nicht mitkämpfen. Wir akzeptieren aber dennoch. Wir werden hier so eine Art Heimatverteidigung machen. Oder wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt Truppen ausheben würden? Ach ne, unsere Truppen sind ja hier. Ach, die können wir auf jeden Fall jetzt mal nach Hause schicken. Und wenn wir jetzt Truppen ausheben würden. So. Und unser Marschall, genau, der ist dabei. Wieso ist unser Anführer, wieso ist der Herrscher mit? Der soll nicht mit sein. Achso, das können wir ihm ja sagen. Der soll nicht kämpfen. Hier. Der ist feige. Wenn wir die jetzt dorthin bringen und irgendwie anschließen. Geht das hier eigentlich? Habe ich schon wieder vergessen. Ob wir dann mit auf die Schiffe kommen? Okay, Jedward von Bremen will nach wie vor die Unabhängigkeit. So. Gibt es hier... Ja, hier. Wir schließen uns jetzt mal der norwegischen Armee an. Ich bin mal gespannt, ob wir dann mitgenommen werden. Das wäre doch mal echt interessant. So, was ich aber vergessen habe, wir wollten doch hier weiter... Achso, das haben wir ja getan. Quatsch, ich habe es nicht vergessen. Ich habe es vergessen, dass ich es nicht vergessen hatte. Das ist die höhere Form des Vergessens, falls ihr es noch nicht wusstet. So, Klein Grimm, das ist der, den wir nicht so richtig kannten. Er ist ein hinterlistiger Schurke. Und natürlich muss er die Gabe für das Gute einsetzen, das ist doch ganz klar. Der Kämmerer hat schon wieder gute Arbeit geleistet, hervorragend, aber was passiert hier? Als ihr eines Nachmittags auf der Jagd seid, begegnet ihr einem bärtigen Alten, gekleidet in einen einfachen Mantel. Das kennen wir schon, das ist der Wanderer. So. Wie ticken wir in dieser Hinsicht? Recht schüchtern, gemäßigt, bescheiden, feige. Also ich glaube, das würde er nicht sagen. Das soll der Allvater gewesen sein, wohl kaum. Das zeugt von einer gewissen Arroganz, die unser König nicht hat. Und wir schimpfen unsere Männer für ihren Glauben an die Götter aus. Das würden wir, glaube ich, auch nicht tun. Nein, dann passt doch besser zu sagen, wir glauben daran, dass es Odin war. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. So, das heißt, wir bekommen Goldprestige, überraschenderweise. Und wir werden religiöse Eiferer. Okay. Das ist also ein besonderer Bezug jetzt für uns. Oh, dann könnte es vielleicht für uns eine Option sein. Boah, wir brauchen für einen Tempel 416. Aber das sollte ein Ziel sein, ne? Aber wie kommen wir bitte an 416? Ist doch unmöglich. So. Na gut, der Kämmerer leistet nach wie vor gute Arbeit. Aber trotzdem. Das Marktstädtchen wurde gebaut. Sehr gut. Leider verlieren wir noch immer Geld, weil wir unsere Truppen finanzieren. Die hier, glaube ich... Oh, warte mal. Wir können doch hier kämpfen, wie es aussieht. Gegen eine Armee, die hier offenbar gelandet ist. Und es sieht mir ebenfalls so aus. Oh! Oh! 1400 Gegner stehen hier. Und anstatt dass andere hier mit unserer Armee agieren, agieren wir mit der Armee von anderen. Aber 853 gegen 1400? Nein. Das wäre mehr als unvernünftig. Was ist denn das hier eigentlich für eine Provinz? Das ist, sind Ebenen. Das sind Hügel. Und da haben wir Berge. Ich würde mal sagen, wir ziehen uns einfach in unsere Berge zurück und warten mal ab, was hier der Gegner kommt. Was hier der Gegner macht. 4% ist der Kriegsstand für unsere Seite. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht so richtig unsere Sache. Zumindest sind wir da sehr zurückhaltend, gemäßigt, feige. Das ganze Programm. Aber es sieht ja wirklich ganz gut aus. Wer hätte das gedacht? Aber es kommen hier mehr Truppen, die natürlich die Hauptstadt belagern. So. Oh, jetzt wird es interessant für unseren König. Das ist mal in seinem Interessensgebiet. Also, eine große Händlerkarawane aus fernen Ländern ist vor den Toren eurer Festung angekommen. Ihr Anführer, ein heiterer Mann mit einem gewaltigen Körperumfang, bittet euch mit einem fremden Akzent, ihn für den Nachtschutz vor den Elementen zu gewähren. Ja, das machen wir. Das machen wir gerne. Als der
Abend hereinbricht, sitzt der dicke Kaufmann am Feuer und unterhält euch und den Rest des Hofs mit Geschichten seiner Reisen. Sein Appetit scheint unersättlich zu sein, doch da ihr nicht den Eindruck eines schlechten Gastgebers erwecken wollt, befehlt ihr euren Dienern, einen zweiten Gang aufzutragen und wir hören mehr von der mysteriösen, von dem mysteriösen Reich der Hindus. Wie interessant. Im Morgengrauen bereitet sich die Karawane darauf vor, weiterzuziehen. Aha, jetzt gibt's wieder ein Eunuchen als Geschenk. Okay. Auf jeden Fall nehmen wir das an. Ich denke, das gebietet auch die, ja, die Höflichkeit und durchaus auch die Bescheidenheit, hier nicht zu sagen, dass der den behalten kann. Und wir haben damit diesen Faruk bei uns am Hofe. Und was ist der Faruk für einer? Der Faruk ist ein großer Kämpfer. Ein Eunuch. Ein Stratege, fleißig, gemäßigt, bescheiden und tapfer. Oh mein Gott, der passt ja sowas von. Ich glaube, das wird ja einer der besten Freunde. Was können wir mit ihm machen? Söldnertrupp, das passt nicht. Wir können im Moment gar nichts machen, außer ihm zum Kommandanten ernennen. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Ja. Sehr schön. Wir mal sehen, vielleicht qualifiziert er sich auch für mehr. Aber das ist auf jeden Fall das Mindeste. Und der ist ja wirklich deutlich besser als unser Marschall, aber wir können hier nicht einfach... Obwohl, wir können Folgendes machen. Wir können ihn zum Kommandanten ernennen und unser Marschall, der kann jetzt hier eine Aufgabe wieder erfüllen, nämlich zum Beispiel Truppen ausbilden. Ich glaube, das ist für uns kleines Reich am wichtigsten. So, wir sollten vielleicht auch mal Nachfolger nominieren. Dadurch, dass wir so bescheiden sind und so weiter, ist für uns kein Problem. Wer ist denn eigentlich Holmger? Der ist Neffe, okay. Der ist auch bei der Wache hier gerade. Kein Problem, dass wir Halsten jetzt nominieren, unseren Bruder. Da haben wir keine Hemmungen. Und hier im Königreich Norwegen gibt es zwei Varianten. Den Karl von Tyrkonell, das ist der, mit dem unsere... mit dem Sohn war unsere Schwester verheiratet, so war's. Der ist schon 47. Jetzt habe ich es weggeklickt. Und Olaf Carlsen, das ist der, mit dem unsere Schwester verheiratet ist. Ich würde mal sagen, dann ist es doch eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier diesen Olaf nominieren. Wenn wir ihn dann finden... Okay, damit haben wir das auch erledigt und uns fehlt immer noch ein weiterer Befehlshaber. Wir könnten den, diesen Grimm, der ist ja gerade erwachsen geworden, den könnten wir zum Befehlshaber machen. Wäre eine Möglichkeit. Und jetzt fehlt uns noch ein Regenten, aber da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Wie passend bei unserem König. König sage ich schon, bei unserem Häuptling. Vom Königtum ist er weit entfernt, aber immerhin schafft er es regelmäßig, seine Gattin zu schwängern und das ist doch wirklich ausgezeichnet. Und er hat auch schon 408 Prestige immerhin angesammelt, fast die 500, die so als kleine Sicherheit dienen kann immer. So, hier kommt eine Streitmacht, die plündern will. Wo kommen die eigentlich her? Kann man das irgendwo erkennen? Harald. Harald Akra. Der hat gar kein Land oder was? Doch. Nee. Der plündert einfach so? Okay. Was ist der denn von der Kultur? Auch ein Nordmann. Ein Nordmann ohne Land geht einfach los und plündert. So sieht das also aus. Na gut. So, gegen diese große Armee können wir nichts ausrichten. Deswegen machen wir uns das gemütlich hier in Heidmark. Oder wollen wir die Armee wieder... Ich meinte, wir könnten... Doch, ich denke, aus Sparsamkeitsgründen... Im Moment stellt das keine Gefahr dar. Werden wir die Armee wieder nach Hause schicken, sodass wir endlich mal eine positive Monatsbilanz haben. Im nächsten Monat dann. Und er will uns immer noch zum Kommandanten ernennen. Plus 0,48. Wow. Oh, Eirik möchte einen Sohn haben, den er Eirik nennen will. Eirik. Eiriksson. Das klingt doch nach einem echten Wikinger. Wir machen das. Gut, damit ist der
Damit ist doch der Thronfolge. Ach ja, der ist sowieso. Aber warte mal, dann müssen wir noch mal eine neue Nominierung durchführen. Können wir, glaube ich, jederzeit ändern, ne? Dann ist, glaube ich, Eirik natürlich hier unser Erbe. Ganz klar. Ja. Wenn Eirik stirbt, werden wir als Eirik weitermachen. Und damit haben wir doch einen schönen Punkt erreicht, um erstmal wieder Schluss zu machen. Dieser Krieg tobt hier immer noch extrem heftig. 5000 Mann gegen 6000. Alles ziemlich knapp. Aber es scheint so, als würde unser König sich nicht verschätzt haben, sondern hier seinen Anspruch auf Man durchsetzen können. Wer hätte das gedacht? Also jetzt kommt tatsächlich eine Folge von offenbar relativ starken und talentierten Königen. Während wir von ihm hier länger nichts gehört haben. Oh, da gibt es auch schon einen neuen, sehe ich gerade. König Bari, die läuternde Flamme von Zwifjord. Wow, der ist besessen. Also jetzt hat es die auch erwischt. Gut, also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.